Moin moin liebe YouTube-Süchtigen und moin moin liebe Prepper und Gierfreunde. Ja, die Firma sicherstadt.de, Link wie immer unten in der Videobeschreibung, hat mir freundlicherweise den FK1 von Petromax zukommen lassen. Das ist eine Feuerkanne, also ein Hobo quasi mit einer Feuerkanne und eine Gelegenheit zum Essen kochen. Kommen wir da mal zu. Also dies hier ist das geringste Packmaß, was existiert. Das sind in der Länge jetzt ungefähr 27 cm und im Durchmesser ja, so gute 14 cm im Durchmesser. Also das ist das geringste Packmaß. Es ist nicht schwer, das ist aus Aluminium. Und für einen Rucksack ein bisschen unpraktisch, aber wer will, kann das natürlich mitnehmen. Ist also nicht so das Problem, also man hat manchmal viel größere Sachen bei sich. Aber als Prepper-Notlösung zum Kochen zum Beispiel ist das eine wunderbare Sache. Und wenn man auch nur mal zum Kaffee machen, ein bisschen Wasser kochen will, optimal. Kommen wir mal zu dem Lieferumfang. Wir haben hier unten einmal ein Gestell. Das komme ich später zu. Dann haben wir ein Hobo, will ich mal sagen. Ein Untergestell, worauf die Kanne nachher gestülpt wird. Wir haben hier drei kleine Füße, will ich mal sagen, die dafür sorgen, dass die Feuerschale im Prinzip etwas erhöht und vernünftig standfest steht. Eine gute Geschichte. Und wir haben hier im Lieferumfang auch eine Tröte. Ja, die kennt man von früher. Die waren eigentlich früher bei den Wasserkesseln immer dabei. Fand das immer super. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wenn ihr früher bei Oma, will ich mal sagen, mal zum Tee wart und das Wasser gekocht hat, dann war es immer am Piepen. Und genau so ist die Geschichte auch. Finde ich super, dass man sowas wieder aufgreift. Und wir haben die Feuerkanne an sich mit einem Inhalt von einem halben Liter. Die ist doppelwandig und durchsichtig. Also das funktioniert im Prinzip wie ein Kamin. Ist eine ganz simple Geschichte. Aber kommen wir erstmal zum Zusammenbau. Wir haben jetzt hier die Feuerschale. Da haben wir unten solche kleinen Ösen dran und an denen machen wir jetzt die Füße. Das ist einfach ganz simpel. Die werden ja einfach so eingehakt. Und schon haben wir ein richtig schönes, standfestes Gebilde. Also das ist wirklich stabil. Darauf kommt die Feuerkanne. Und jetzt kann man hier natürlich unten Feuer drin machen, Wasser einfüllen, werden wir gleich machen. Und dieses Gestell ist dafür da, um hier oben eventuell noch ein Pott oder sonstiges zum Essen kochen oder sonstiges mit zu erhitzen, was eigentlich eine super Geschichte ist. Kommen wir gleich mal zu, wir werden den jetzt mal auffüllen und mal anfeuern und bis gleich. So, kommen wir mal zum Test. So sieht das Teil jetzt aufgebaut aus. Wir tun jetzt hier erstmal Feuer drin entfachen. Diese Schale hat zwei Öffnungen. Die sind allerdings zur Belüftung, nicht zum Nachfüttern. Ansonsten ist das zu. Das hat einerseits den Vorteil, dass man es in den Wind drehen kann, um das Feuer mehr Sauerstoff zu geben. Finde ich eine super Lösung. Ansonsten ist es sehr windgeschützt. Finde ich schon mal super. Werden wir jetzt mal sehen, ob wir das ein bisschen anheizen können. Na.
So, währenddessen das jetzt ein wenig anfängt zu kokeln, werden wir jetzt mal hier Wasser einfüllen. Das tut man jetzt einfach durch diese Öffnung. Ich habe jetzt hier 1 Liter Ada Nagel und füllen wir das mal auf. Ups. So, man muss natürlich darauf achten, dass der Wasserstand ungefähr bis hier ist. So, wir sehen schon, dass das Feuer so langsam anfängt zu brennen. Lassen wir das noch mal ein bisschen in Gang kommen und dann melde ich mich mal wieder. So, wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt schon das Feuer im Brand und nun werden wir die Feuerkanne einfach mal auffüllen. Wie man jetzt sehen kann hier oben, das hat einen richtigen Kamineffekt. Die Flammen schlagen sogar raus. Nachfüttern kann man das von oben. Das ist das Sinnvollste. Und gucken wir mal, wie lange das braucht, einen halben Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Ja, wie gesagt, man kann jetzt hier natürlich das Gestell drauf machen und ja, eventuell auch noch etwas zum Kochen bringen oder vielleicht ein paar Spiegeleier. Also eine wunderbare Geschichte. Aber das zeigen wir euch vielleicht beim nächsten Mal. Wie ihr sehen könnt, das ist schon wirklich Power. Und das ist jetzt noch nicht allzu lange auf dem Feuer und ich höre es schon brodeln. Also das ist schon sehr effektiv, muss ich sagen. Vor allem, wenn ihr genau guckt, da oben schlagen die Flammen richtig raus. Also der Kamineffekt ist schon wirklich enorm. Also um einen halben Liter Wasser, um eine Tasse Tee zu machen, braucht man eigentlich nicht allzu viel Holz, was natürlich auch sehr gut ist. Was ich auch gut finde, wir haben hier eine freie Fläche, das kann man also ohne weiteres auf dem Waldboden oder auf dem entzündbaren Boden machen, weil wir einen gewissen Abstand vom Boden haben und die Hitze somit auch nicht auf den Boden übertragen wird. Also ich finde, das ist schon Wahnsinn, was da kommt. Ja, es ist jetzt gleich kurz vorm Kochen. Ich habe jetzt nicht die Zeit mitgestoppt, aber das ist jetzt echt Zeit und da könnt ihr ja selber sehen, anhand der Videolänge, wie lange das braucht, um einfach zu kochen. Und hört ihr es?
Wasser kocht. Und ja, schöne Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat jetzt noch keine, ich glaube noch keine 3 Minuten gedauert. Und ja, also für mich kriegt das Ding auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Holz wird ziemlich gut verbrannt, wie man das sehen kann. Da bleiben also nicht allzu viele Reste über, was auch sehr, sehr gut ist. Also er brennt sehr effektiv und durch den Kamineffekt hat man richtig Power. Tja, von mir kriegt das Ding eine klare Kaufempfehlung und ich würde sagen, das war's dann erstmal. Bis zum nächsten Video, euer Hans-Dieter. Ciao. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne ein Dislike da lassen. Über einen Kommentar würde ich mich natürlich freuen. Und wenn ihr Fragen habt über Ausrüstung, über die Gegenstände, die ich vorstelle, dann guckt doch mal unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr diverse Links, wo ihr die Möglichkeit habt, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und wenn ihr natürlich kein Video mehr verpassen wollt, weil ihr das so super geil fandet, dann könnt ihr natürlich den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und bis dahin, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Video. Das war's, euer Hans-Dieter. Ciao.